Hallo und herzlich willkommen, das rasiert. Entschuldigung, Babyface is back. Auf jeden Fall, heute kommt wieder eine Folge von Kommentarwelt. Paradoxum. Was ist so paradox daran? Paradox ist daran, dass ihr so geile Schnitten seid mit den besten Kommentaren. Und zwar drei Kommentare. Ich habe extra nur drei Kommentare, weil die anderen habe ich schon kommentiert, direkt, aber diesmal habe ich nicht alle kommentiert, dass ich diese Show hier durchziehen kann. Und das habe ich alles auf diesen Zettel. Aber leider war ich zu dumm, um das zu schreiben. Jetzt könnte ich es so halten, aber dann ist es verkehrt. Und anscheinend kenne ich mich mit Papier nicht aus. Eigentlich könnte es so. Aber wurscht, jetzt ist es so. Also, auf jeden Fall, das spielt jetzt keine Rolle. Keine Rolle, okay? Fangen wir mit dem ersten Kommentar von Leo Sardina an. Sieht echt ungewohnt aus ohne Bart. Ist so, da kann ich gar nichts sagen dagegen. Und Doppelkinn McRipper. Ich habe ein Doppelkinn etwas, aber der Bart versteckt das, aber ich habe jetzt keinen Bart. Dann bin ich jetzt Babyface. Kommt sogar ein Stück Bart erkennen, den du wohl vergessen hast. Muss ich mal gucken hier. Ich finde, das ist eine saubere Rasur, oder meinst du, das gehört so? Das alles geplant so, das ist Kommerz, was ich da mache. Das ist meine Werbefläche ohne Bart. Das bringt die Klicks rein, weißt du? Okay, nächstes Kommentar auch von. Oder machen wir mal zuerst My Music. Greta zum Video von meiner Meinung zu Greta Thunberg. Greta Thunberg und Reizthema Fridays for Future. Mein persönlicher Tipp ausschließlich an diejenigen, die sich wirklich ein anderes, besseres Leben wünschen. Studieren Sie die besten Wissenschaftler. Die Scientists for Future 2 und nur diese, denn nur die haben eine Lösung für alles und alle angeboten. 300 kluge Wähler, 90%, Klammer 90%, 56% in einer simulierenden Bundestagswahl verstehen das. Videos googeln Scientists for Future 2. Ja, puh, naja, ist schwierig. Ja, googelt es. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, mir geht's gut. Klimawandel, das regelt schon. Müssen wir halt mehr Bäume anpflanzen, ganz einfach. Okay. Naja, okay, weiß nicht, so, ich hab's trotzdem vorgelesen, ist ja scheißegal eigentlich. Passt schon. Babyface. Okay, noch ein schöneres Kommentar von Leo Sardin. Ja sicher, ich rede nochmal vor den Vorhängen, bevor ich das vorlese. Es ist logisch, dass auch Wissenschaftler sich darum kümmern und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich das so sagen soll, also lass es einfach. Passt schon. Bra, lebst du in einem gut behüteten Elternhaus oder woher so viel Kohle, die du einfach aus dem Fenster rausschmeißt? Ich wollte es eigentlich mit Scheinen machen, aber ich habe kein Bargeld. Also, ich habe mir zu viel Scheiße bestellt und darum kein Bargeld, sorry. Nur ein bisschen Bargeld, aber das hole ich jetzt nicht. Also, ich kaufe mir die Sachen mit meinem Reha-Geld übrigens. Das ist für mich Therapie, YouTube. Weißt du ja, einfach Therapie. Alles cool, alles cool. Oder wo ist so viel Kohle, die du einfach aus dem Fenster rausschmeißt. Also aus dem Fenster schmeiße ich nicht drauf, ich kaufe mir super Stoffprodukte. Ich meine, wenn das Geldverschwendung ist, ein grüner Stofffetzen. Ich habe es mir aufgehoben, ich habe es doch nicht weggeschaut, weil damit habe ich noch was vor mit den Stofffetzen. Das ist super Material. Aber lassen wir das beiseite. Ist schon wirklich sehr Babyface aus mit wenigstens 3 Tagesbart, oder? Wenn ich näher hinkomme, dann schaut es ein bisschen männlich aus, aber. Nicht wirklich. Auf jeden Fall, Roger, für irgendeinen Scheiß, den du wieder wegschmeißt. Ich hab's nicht weggeschmissen. Du weißt, ich feier dich aber dennoch für deine. Ah, check schon so, ich bin ein bisschen Analphabet. Dennoch für deine lebensfröhliche, chaotische Offenheit. Dankeschön, das Kommentar. Darum habe ich eigentlich die Kommentare kommentiert schon gemacht, weil der Leo Sardin, die so schnittige Kommentare schreibt und das muss ich ja mal sagen. Und ja, darum gibt es jetzt Kommentare kommentiert schon, wegen ihn eigentlich, weil er so fleißig Kommentare schreibt, sonst würde ich es eh nicht machen. Also, wenn ihr
gezielt in die Kommentare kommentiere, schon willst du das nicht gleich kommentieren, dann schreibst du einfach auf Hashtag KWP und dann alles gut, dann kommt sie garantiert. Außer es sind zu viele, die besten Kommentare, also am Anfang ist sehr wurscht, aber die besten Kommentare mit Hashtag KWP kommen in die Kommentare, kommentiert schon in meiner und alles cool läuft bei euch. Und dann habe ich noch ein sehr geheimnisvolles Kommentar bekommen von Inaktivkohle und zwar Banane. Dieses Wort habe ich irgendwo schon mal gehört, es ist einfach eine Banane-Emoji und das werde ich, da muss ich fast ein eigenes Video dazu machen, weil das ist mir zu mysteriös hier. Auf jeden Fall Banane. Und zwar nicht, wenn ich Banane meine, meine ich merkwürdig. Und wenn ich merkwürdig sage, meine ich seltsam. Und dieses Kommentar war seltsam. Okay, scheiß drauf. Ich laber schon wieder. Ist zwar nicht die beste Kommentare, kommentiere schon jetzt, ich habe einfach zu wenig Kommentare, aber die waren einfach cool. Die waren cool, die Kommentare. Ganz besonders am meisten habe ich gefeiert, Doppelking McRipper, Alter. Doppelking McRip. Auf jeden Fall, ich rede schon wieder Bullshit und darum muss ich das Video leider beenden. Und das war's auch wieder schon mit der Kommentarwelten des Wizards. Und paradox auch ein bisschen, dass ich das so mache. Alles ist paradox. Vielleicht verstehe ich auch einfach das Wort nicht, wer weiß. Kann beides sein. Aber auf jeden Fall, schönen Tag noch und